Ja, das könnte jetzt auch richtig interessant werden. Rusev bittet zur Promo. Mal gucken, was er zu sagen hat. Das wird echt interessant. Aus meiner Sicht. Mal gucken, was unser bulgarischer Barbare echt zu melden hat. Ich bin wirklich jetzt gespannt drauf. Aber das Tattoo auf dem Arm hat er sich übertätowieren lassen von Russland auf Bulgarien. Oder war das gar nicht richtig tätowiert? Weil das sieht so anders aus. Aber er hat eine schnieke Frau. Hier ist etwas, was man über mich wissen sollte. Ich bin nicht da, wo ich bin. Nur weil ich so getan habe, als wäre ich der Beste. Ich bin da, weil ich tatsächlich der Beste bin. Das Traurige ist, es gibt gewisse Superstars, die den Unterschied zwischen Schein und Sein nicht kennen. Deshalb bin ich heute Abend hier draußen, weil ich nämlich offenbar jemandem eine Lektion erteilen muss. Dolph Ziggler? Der kam aber sehr, sehr schnell. War das derjenige? Dolph Ziggler gegen Rusev. War auch schon World Champion. Rusev nicht, der war nur United States Champion. Und zwar einer der besten. Nicht unbedingt, wie er seine Matches gewonnen hat, sondern dieses Ganze so, ich bin der Amerikanische, obwohl ich gar kein Amerikaner bin und sowas, das war so genial gemacht. Deswegen, Rusev. Rusev gegen den Möchtegern schon Michaels. Was will der hier? Es ist lächerlich, dass ich hier rauskommen muss, wo doch jeder mit einem IQ über 17 weiß, dass ich der Beste bin, was dieses Unternehmen zu bieten hat. Aber wenn es so sein soll, schön. Gehen wir es an? Darf ich ihn verhauen? Ich glaube, das denkt sich Rusev gerade. Ich will dich verhauen. Rusev Matschka. Mach mal so. Hör auf mich zu belästigen. Was ist heute nur los? Dass ihr Nobodies mich heute ständig mit eurem hinlosen Gebrabbel runterziehen wollt. Es vergeht auch sonst keinen Tag, ohne dass mich einer von euch Normalos und irgendwas belästigt, nur weil ich das spektakulärste Geschöpf bin. Was über das Antlitz der Welt wandelt. Weiß das nicht, ich will. Da war ich ein bisschen zu langsam. Wenn ich hier rausgekommen und die Leute beschwichtigen sehe, indem du ein arrogantes Klischees von dir gibst, machst du mich krank. Da wird mir speiübel. Und ich bin ernsthaft um die Zukunft dieser einst so großen Nation besorgt. Rusev ist kein Amerikaner. Er ist Bulgare. Ich verhaue deinen amerikanischen Arsch. Komm besser zur Sache und zwar schnell. Ach, verdammt schnell. Zu viele wesentliche bessere Superstars sind schon im Staub gelegen. Von jemandem wie dir unterbrechen lassen. Also wenn du tatsächlich irgendwelches Sinnvolles vortragen willst, dann spute dich mal besser damit. Was mache ich? Matschka. Ich finde es komisch, dass die Leute hier mich nicht ernst nehmen. Ich arbeite hart, habe tolle Matches, ich gewinne, aber ich kriege keinen Respekt, kein bisschen Respekt. Ja, ich werde dafür sorgen und respektiert, dass ich dafür wirklich jeden Windel weich prügeln muss. Ich meine wirklich jeden aus dem gesamten Roster. Ich werde mit ihnen schon Respekt irgendwie. Du bist wirklich heiß auf einen Kampf. Oh, verdammt. Oh, du bist wirklich heiß auf einen Kampf, oder? Wie so eine kläffende kleine Töle, die Gassi gehen will. Tja, früher oder später wird dich schon wer an die Leine legen. In Bulgarien werden wir dich einfach in einen Kochtopf werfen und essen. Mit Borscht.
Wir wissen deine weisen Worte alle sehr zu schätzen, aber ich glaube, wir haben genug von ihnen gehört. Wenn du nun doch bitte den nächsten Ausgang aufsuchen und benutzen würdest, wir danken im Voraus für deine Kooperation. Das klingt wie so eine Tonbandansage. Darf ich ihn jetzt verhauen? Weil Rusev verhaut Leute. Ich will ihn verhauen! Spielen wir doch stattdessen ein Videospiel. Nein. So redet niemand mit mir. Rede mit irgendeinem meinem Köter. Stopp, Schluss damit. Du erinnerst mich an die ganzen verdammten Autoritätsfiguren in meinem Leben. Ich lass mich nicht gerne rumkommandieren. Ich habe schon Lehrern und Trainern von mir etwas Hörst du, wie hier unten für dich jubeln? Tja, genießen noch ein letztes Mal, weil bald vorbei. Kein Jubel mehr, keine Fanartikelverkäufe mehr, kein Respekt mehr von dem Typen Backstage. Sobald ich dich in die Finger kriege, wird alles, wofür du gelebt hast, endgültig dahin sein. Tja, gut, die Promo haben wir jetzt verloren. Egal. Rusev ist nicht für seine Reden bekannt. Dich kriege ich noch, mein kleines Früchtchen. Egal. Und jetzt kommen wir zum Main Event of the Evening. Ja, AJ Styles gegen Tyson Kidd. Ich muss mich meinen eigenen Regeln jetzt beugen. Im Sinne von der weiter unten in den Power 25 steht. Das ist halt nun mal Tyson Kidd. Und was ja auch gesagt wurde, es sollen nicht so viele Legenden sein, es sind alle Legenden bisher schon dabei, die ich freigekauft habe. Nur wenn die halt keine Matches kriegen, kriegen die halt nun mal keine Matches. Aber dafür kann ich auch nichts. So, probieren wir es gleich mal mit einem quicken Cover. Okay, da kam er raus. Und hat jetzt schon mehr Momentum aufgebaut, als wie ich. Oha. So, kontern kann ich aber. So, noch ein Tritt in den Rücken. Ein harter Tritt in den Rücken. Und noch ein Ellbogen in die... Und noch einmal das Ganze. Wir müssen die Beine vorbereiten. Okay, Konter von AJ. Au, au, au. Jauchi, Bautsch. Oh Mann, AJ ist, glaube ich, eine Nummer zu groß für mich. Ja, da kann ich aber jetzt... Ja. Kann ausweichen und kontern und alles und bäh und... Ach, AJ, alte Konternudel. Kontern können wir auch. Und Snap Suplex. Oh, ein bisschen das Genick verdrehen. Wie sie statt gehört. Oh, wir haben sogar schon unseren Signer voll. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für einer ist. Vielleicht in der Ringecke. Aber ich glaube, meine bei ihm war es in der Ringecke. Okay, ist nicht, okay, Sharpshooter mit Fischer mit Snackbreaker. Blockbuster, Sprung auf stehenden Gegner. Sprungbrett bei... Okay, Konter. Okay, nice mal Move. Kollege, du hast deinen... Ich hab gedrückt. Ich bin mir sicher, dass ich gedrückt habe.
Gott, der wischt mit mir gerade hier den Boden auf. Und nein, ich mache das nicht mit Absicht. Nun versucht ihr mal mit einem Tyson Kid gegen den AJ Styles zu kämpfen. So, und wir pumpen uns hoch und Blockbuster. So, jetzt Sharp Shooter. Eine meiner vollkommenen Lieblingsaktionen. Komm, gib auf, 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 gib auf. AJ. Das stimmt, der hat ja selber Aufgabegriffe. Klar, dass der dagegen dann so ein bisschen... Ui. Schaffen wir das noch ein drittes Mal? Komm, nehmen wir die letzte Ringecke auch noch. Na gut. Und jetzt vom obersten Ringseil und... Jalla die Hihu. Ich hab's aber auch provoziert. Komm, AJ, steh auf! Ein Tyson Kid gewinnt gegen einen AJ. Hab nichts gesagt. Oh, nö, 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 nö. Brrrt. Oh nein, der will den Phenomenal Vorarm machen. Wenn er den durchkriegt, dann habe ich ein Problem. Zu spät gedrückt. Nein, ich mache das echt nicht mit Absicht. Ich glaube, gegen einen AJ Styles. Mann! Okay. Das war's mit WCW. Jetzt sehen wir mal hier. Bei Roswell. Nee. Gut, das hätte mir in jedem anderen Match aber auch passieren können, ganz ehrlich. Krieg ich weniger Punkte. Ich brauche die Punkte. Wen oder was wir als nächstes freikaufen sollen von den Punkten, könnt ihr mir natürlich unten in die Kommentare reinschreiben. Und das wird dann wirklich chronologisch, ob Titel oder Show oder Legende. Vorzugsweise Legende. Okay, wir sehen uns bei Raw is War wieder. Bis dahin, auf Wiedergeschaut.